Ja, hi und willkommen, mein Name ist Anirol B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Da gucke ich dann an, den Rekord mit Peach. Geil, ne? Und wir nehmen jetzt wieder zwei Charaktere, die gut hier reinpassen in eine Spielserie. Und zwar Animal Crossing Bewohner. Natürlich nehme ich den normalen, den kaltherzigen Killer Bewohner. Und ja, jetzt ein paar Momente aus der letzten Folge nicht so gut. Lass nicht darüber reden. Let's go to the city. Autsch. Noch nie Animal Crossing gespielt, aber oh Gott. Kannst du auch mal reingehen? Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert, Mann? Wir haben uns alle in die Luft gejagt. Ach. Ach, Mann. Okay, lass das nochmal machen. Das sind so Sachen, die kriegst du in keinem anderen Kampfspiel. In Tekken, in Dead or Alive, in Street Fighter passiert nicht so was. Nur in Smash Bros. Ja, ja, so richtig gut, ey. Jedenfalls, was ich sagen wollte, Animal Crossing, nie gespielt, aber weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, mir würde es gefallen, wenn ich es mal ausprobieren würde. Also nehme an, es ist ein bisschen so wie Harvest Moon oder halt, ich glaube sogar, ich sage das jetzt nicht irgendwie in beleidigenden Sinne, aber ich würde sagen, Animal Crossing ist doch ein bisschen langweiliger, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil Harvest Moon war eigentlich auch relativ langweilig und eintönig so nach einer Zeit, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, so. So ungefähr könnte ich mir Animal Crossing auch vorstellen. Was ich auch gemerkt habe, Animal Crossing ist schon eine ganze Weile irgendwie eine Serie. Ich dachte, Animal Crossing wäre irgendwie so eine neuere Serie, so, weiß ich nicht, Nintendo DS oder irgendwie sowas. Aber nee, das gibt schon seit Nintendo 64. Hat mich doch so ein bisschen überrascht. Ja. Pokémon Trainer. Geil. Kann man nicht auch einen Burak mal raus? Oh, Pokéball. Oh, Latios. Oder Latias, weiß ich nicht. Eins von beiden. Oh, super. Ich wollte meine Bowlingkugel da so runterwerfen. Jetzt kriege ich dich, eine Bowlingkugel einfach gegen die Fresse. Da tut doch weh, Mann. Da müssen wir mal die ganzen Memes angucken, ja, die es von über Smash Bros. Gibt, ey. Vom Bewohner sind auch gut. Er wird einfach nur so als kaltherziger Killer dargestellt bei der Emotion. Den sein Gesicht einfach irgendwie gar keine, weiß ich nicht, immer so ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Guck ich dann an, ich prügel ja alles aus Lukas raus und er hat die ganze Zeit so ein Grinsen. Hey, Golden Sun, Isaac, die Hand. Jetzt nicht erinnern, hat er irgendwie mal so was eingesetzt hat, aber schon lange her, seit ich Golden Sun mal gespielt habe, für den Game Boy Advance. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das erste war oder so.
Weil die waren irgendwie alle, glaube ich, so. Hat irgendwie so Ziehkräfte auch. Also wie Earthbound. Also hier, Lukas. Tschüss. Tschüss übrigens, Lukas. Ja. Dr. Mario. Pille in den Po. Oh. Ja, ich hätte die Pille einstecken können. Ich denke mal, hier ist irgendwas zum Aufheben, irgendwie so ein Stab oder irgendwie so. Dieses blaue Ding. Oh, lass mich los. Ich bin noch ein Junge. Wieso habe ich dir so wenig abgezogen? Was soll das? Oh, her damit. Boink. Meine Pille. Wäre irgendwie gut, wenn man irgendwie den Gegner irgendwie damit abhalten könnte, so eine Fähigkeit einzusetzen. Wenn ich irgendwie so eine Pille einstecke, Bunk, dann Dr. Mario keine Pille mehr einsetzen kann. Geil, sehr gut. Und er hat trotzdem ein Lachen aufs Gesicht. Er gerade jemanden mit einem Baum getötet hat. Unter einen Baum begraben. Ey. Ja. Na dann. Dich. Dann kommt so was hier, ne? Ich eine Axt. Da hätte ich einstecken können. Damit. Ja, damit frisst das. Ahne meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Oh, wat? Was habe ich da eingesetzt? Oh nein. Oh nein. Nein, die hat gewartet. Ich musste gar nicht auf Computer gesteuerte Gegner aufwarten. Ja, super. Hätte ich nur das machen müssen, ey. Hätte ich echt nicht gedacht. Der Gegner auch so warten können und bis du da reinläufst. Ja, die tun immer nur sofort angreifen. Ich habe auch was gepflanzt. Oh, ich vergesse mal, ich habe auch den Angriff, ey. Axt. Axt. Oh Gott. Putsch. Hey, eingesteckt. Sie hat gegen mich eingesetzt. Hat sie einen Schuss hier ein. Komm her. Sehr gut. Diesen einen Kill vorhin fand ich aber gut. Wenn ich den Sonnengruß nur in der einen eingesteckt habe und auf den anderen geworfen. War gut. Verstehe irgendwie nicht, wie dieser Rettungsmove funktioniert. Nein, lass mich durch. Nein. Die Schleuder ist nicht stark genug, um die Dinger kaputt zu machen. Oh Gott.
Flieg! Flieg! Sehr geil. Okay. Mal ist ein crazy End. So. Weiß ich mich, ob ich hier von denen einen Angriff hier einstecken kann. Au. Ha. Nein, du Pisser. Nimm mal sehr stark an, ich kann das nicht einstecken. Oh, der wurde davon getroffen. Nein. Ach komm. Er wurde von seinen eigenen Stacheln, die er da platziert hat, getroffen. Glaube ich. Ja, Schirm. In die Fresse. Oh Gott, was? Haben wir bestimmte Angriffe irgendwie gegen die effektiv sind. Aber damit, ey. Ich weiß nicht, wie ich den Angriff ausgewichen bin, aber boah, nein, Platsch, Bonk, halt das mal für mich mit deiner Hand. Sehr schön. Okay. Ah, schön. So ein kleiner Troll-Charakter, ich mag ihn. Ich komme leider nicht so gut mit ihm klar. Spielemäßig. Obwohl eigentlich jetzt nicht so schlecht war. Aber okay. Nächstes kommt Melinda dran, weil Animal Crossing. Wir sind ja themenbasiert hier spielen, ne? Ich mag dieses eine Lied, ist irgendwie, wenn ich KK Rider irgendwie so, so lief, finde ich richtig gut. Hat irgendwie ein YouTuber immer so als Ending oder als Intro gehabt für eine Weile. Und ich irgendwie überraschend, als ich das Lied dann hier wieder gehört habe. In irgendeinem Smash Bros. Teil. Das ist auch irgendwie so ein Lied von Tetris, ne? In irgendeinem Smash Bros.
weil ich vorher irgendwie edel an so. Das wäre irgendwie so ein Orchester oder irgendwie so. Voll dramatisch irgendwie. Blöp. Was sind das eigentlich? Sind das Flaschen? Nehme ich da abschießen, diese grünen Dinger? Aus wie so Weltraumflaschen irgendwie. Weltraumflaschen. Star Bottle. Was weiß ich. Ah, diese Dinger. Nehme ich schon fast so aus. Er hat wahrscheinlich die ganze Zeit hier so ein Grinsen auf. Ne? Ich zerstöre alle Macher dieses Spiels. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man hier die Credits irgendwie skippt. Also jetzt. Glückwunsch. Okay. Bewohner Iskala. Man kriegt ja aber auch keine Level 3 Geister, ne? Das ist das, was ich gerne hätte. So, Melinda kommt als nächstes. Ne, wo sind alle Unterschied? Die sind beide pink. Irgendwie schon, ne? Andere ist ein bisschen pinker oder was? War das Ahnung. Der Charakter, der von allen Spielern beschützt wird, am meisten jedenfalls, weil er so knuddelig ist, ne? Gold für dich, Goldschopf. Ich dachte, sie hätte auch so ein Ding von da. Habe ich sie eigentlich schon gespielt im 100er Smash? Also ich habe direkt irgendwie gedacht, ja, ich kann auch so eine Rakete irgendwie. Dieses Geräusch. So, irgendjemand. Gut. Okay. Wo waren diese ganzen Waffen, als ich mit dem Bewohner hier gespielt habe, ey? Macht es hier alles viel einfacher. Es ist nur ein Gegner, zwei Gegner übrig. Den Pokéball einsammeln. Jetzt kommt sie mit einem Schwert. Oh Gott. Okay. Ich dachte, er wird mich auch raushauen. Wurde eine Kugel genau auf meinen Kopf gefallen, nachdem ich ihn weggehauen habe. Oh, mein Trainer, Pikachu. Ey. Ja, flieg. Flieg. Boom. Nimm das. Das ist so geil. Genau. Ich kann übrigens auch Attacken einstecken, also. So ein Trolling-Manöver. Bin ich gut. Okay. Ja, leider Corin, Darin, Robin. Nur weibliche Charaktere bisher. Oh Gott. Guck mal, irgendjemand hier. Die bekämpfen sich auch gegenseitig, finde ich sehr gut. Ich bin irgendwie der einzige nicht menschliche Charakter, also ein bisschen merkwürdig. Steckt da ein. Danke. Weiß nicht, warum ich dann einstecken sollte, aber bin ich da.
Das ist mehr oder weniger irgendwie ein Grab mit noch riesiger Reichweite, ne? So wie ich das sehe, diese Angel. Ja, nimmt das. Flieg. Flieg. Tschüss. Tschüss. Sehr wohl. Auch so ein Troll-Charakter. Ich mag so Charaktere, die so merkwürdige Gimmicks haben. Ja, wir kämpfen echt nur gegen weibliche Charaktere. Wir sind mit Inkling und Ice Climber im Team. Sehr gut. Sehr gut. Wollen wir damit irgendwie beweisen, dass wir Best Girl sind oder was? Dann sieht nämlich schon fast so aus. Ja, ich lasse jetzt nur mein Ding hier fliegen. Das scheint es irgendwie zu bringen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Will euch ein Häuschen bauen? Komm. Ach verdammt. Inkling ist ja mein Team. Flieg und Sieg. Ah. Farbe nicht brennbar. Soll ich hier nicht aufpassen vielleicht? Wie steht's hier eigentlich? Sind wir in Führung? Nee, einer von uns ist weg. Macht ihr denn ja schon wieder? Tschüss. So, ausgeglichen. Wir können ja eigentlich zwei Samus rumlaufen. Jawohl. Oh Gott. Was? Muss diesen Fußball abschießen. Au. Oh, sehr gut. Nein, die leben immer noch. Sehr gut. Nein, aber der Schiedsrichter von Splatoon. Oder wie ist er noch? Mietsrichter, ne? Ja. Wir müssen beweisen, dass wir Best Girl sind. So gefühlt. Genau, mit so Rüben angreifen. Oh, geil. Phosphora. Kid Icarus, die ist heiß. Ah, warum gehen die Bienen auf mich? Kann ich die einstecken? Oh Gott. So, hat Phosphora irgendwo was gemacht? Ich glaube nicht, so hat sie sehr geholfen hätte. Lass mich hier raus, Mann. Die bringen mich ja voll um. Tschüss. Sehr gut. Meine Strategie funktioniert. Umdrehen. Ich um. Sehr gut. Jetzt komm mit. Das ist eigentlich mal interessant, ne? Ah, ich dachte, dann wird irgendwie die Dings auch resettet, irgendwie. Die Dauer, wie das Ding irgendwie bleibt. Isaac. Die haben einfach so nö.
Nö, verpiss er sich. Oh, sehr gut. Sie versucht einfach so reinzufliegen, kommt die Hand so, nee, geh weg. So ganz langsam. Ja, schick. Schick ist sich ein. Schick ist keine Frau, hallo? Das ist ein Mann. Das ist eine Frau, die sich als Mann verkleidet. Wie kann ich Best Girl werden? Was? Bonbon. Ist das ein Powerhammer? Aus Tales, aus der Tales auf Reihe? Ich liebe dieses Geräusch. Tschüss. Okay. Bis jetzt läuft es noch eigentlich. Sind wir eigentlich schon mal verreckt? Ja, ne? Einmal, glaube ich. War da noch mal ganz schön lange mit dir. Nicht so schnell. Ja, gut. Ah. Nein, lass mich hier hoch. Und tschüss. Okay. Boah, ich muss jetzt irgendwie witzig finden, wenn sie gegen Riderlost oder so kämpfen müsste. Ja, schade. Aber irgendwie richtig gut gewesen. Wäre der putzigste Charakter von allen. Kämpft gegen so einen feuerspeienden Drachen. Okay, ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweicht. Was das? Könnt ihr denn bitte aufhören, so gewalttätig zu sein? Okay, ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweicht. Weiß mich schon wieder fingern. Man fingert keine Lady. Bringt's nicht. Ja, du bist der allerletzte, ey. Hey. Soll ich meinen Topf da unten fallen lassen? Boah. Oh, was? Hey, was ist das? Der eine hat nicht mal die Hälfte verloren, ey. Na doch, der. Nein. Aha.
wäre jetzt noch gewesen. Wie Punkt genau du da ausweichen musst, ey. Okay. Haben wir auch geschafft. Auf der Geistertafel, glaube ich, schaffen wir ja nichts mehr, ne? Gut gemacht. Okay. Oder noch erledigt. Immer noch so 30 Charaktere, glaube ich, übrig, mit denen wir halt machen müssen. Ich müsste mich theoretisch nicht dabei aufnehmen, aber warum nicht? Ich werde so oder so machen, also kann ich mir auch direkt aufnehmen. Ihr seid diejenigen, die das nicht alles gucken müssen. Also wenn sich irgendjemand beschwert hier so, hey, nimmst du schon 1 Million Parts davon auf, hallo? Wird irgendwann langweilig, ja, ihr müsst doch nicht alle Folgen gucken. Ich würde ja schon alle so betiteln, ja so. So klassisch hier und dann der Charakter. Dann seht ihr ja, welcher Charakter da vorkommt, da hat er gesagt, nee. Dann denkt er euch direkt so, nee, das interessiert mich nicht, dann gucke ich mir nicht an. Und jede Folge danach ist dann immer Abenteuermodus. Also ja, könnt ihr euch immer so denken. Wenn der Titel nicht irgendwie so klassisch, weil nicht Bewohner und Melinda ist, dann könnt ihr euch denken, da ist Abenteuermodus. Wenn ich zum Beispiel irgendwas anderes machen würde, dann würde ich das, glaube ich, noch dahin schreiben, so Geistertafel oder so. Wenn ich ein Part lang nur Geistertafel machen würde, würde ich das, glaube ich, als Titel auch nehmen. So, warum ist das nicht explodiert? War so eine Bombe gerade. Ist nicht gezündet, Mann. Also eigentlich tut man ja nur wegen hier das Ende ja die Dingens machen. Den klassischen Modus. Für die Belohnungen, ne? Wenn man das ja nicht machen würde, dann würde man keine bekommen, oder? Oder sind ja Geschenkrunden, also nehme ich mal an. Wenn ich das nicht machen würde, würde sich der Balken nicht füllen und ich würde nicht die Geschenke hier bekommen. Also ich würde weniger Belohnungen bekommen am Ende. Ne? Oh Gott, au. Also macht man halt mehr oder weniger nur wegen der Dings. Wegen den Crails, ja. Bling. Ah, jawohl. Man sieht nicht. Was ist das für ein Fisch? Voltolos. Mary Silverbird. Voltolos ist ein Pokémon. Die rechts nehme ich mal ist aus Metal Gear Solid. Sieht so ein bisschen aus. Gut, gucken wir mal in der Geistertafel, ob ich dieses Mal irgendwie ein. Aber das wäre das mal schocken gehen. Ich sollte ja so sparen ja für so was, ne? Aber hier so Kämpfergeister will ich auch immer haben, die sind nicht so teuer. Ich habe auch nichts. Ist leider eingestellt. Mr. Sandman, jetzt aus Punch-Out. Keine Ahnung, wer er ist. Evolution auf 99 verfügbar. Dann wäre auf Level 4. Dreck. Kann man Level 4 Geister auch entwickeln lassen, mit denen noch stärker werden. Was haben wir hier? Hey, dich muss ich doch in der Story besiegen. Das ist ja nicht so eine gute Auswahl gerade. Ach, Ausdauer, das schaffe ich nicht. Jetzt hat er sieht aus wie Falco, ja. Ich muss ja auf Junior einige Dinger hier
machen, ne? Ja, das war irgendwie ein Boss, glaube ich, aus Kidicross Uprising. Ditto. Oh, halt. Tschüss. Tschüss. Ah, jetzt kommt er wieder. Also einfach Junior. Pseudo Palutena. War eine geile Waifu, ne? Ah. Machen wir das einfach. Und dann reicht das. Wario Team. Wow. 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 Konter. Wow. Bist du gerade da rausgefahren? Ja, komm her. Suchst du mich? Ich bin hier. Ins Auge. Ich wünsche, ich würde auch ein paar GP oder so bekommen. Ne? Aber für einer ist das, glaube ich, nicht so, ne? Der Fall. Würde ich sagen, da war es für diesen Part. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.